Moin, moin, meine lieben Bauntaschen und willkommen zurück auf meinem Kanal. So, bevor wir lang rumquatschen, würde ich sagen, wir fangen mal mit dem Spiel an, Design. Bevor ich anfange, möchte ich noch dazu sagen, eigentlich hatte ich vorgehabt, dass ich das wirklich wie ein richtiger Let's Player das so mache, dass ich eigentlich jeden Tag eine Folge rausbringe. Aber ich habe nicht wirklich jeden Tag Zeit dafür. Ich möchte auch nicht immer zu große Abstände davon haben, dass ihr euch immer noch daran erinnern könnt. Ah, okay, letztes Mal ist das und das passiert. Wir sind ja noch relativ am Anfang. Wir gehen am besten mal rein. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie lange ich die Videos immer mache. Und wie viele Folgen das sein wird, weil bis das Spiel komplett zu Ende ist, möchte ich das mit euch zusammen zocken. Und wir haben ja letztes Mal damit aufgehört, dass wir haben nicht angefangen mit unserem Vater zu schreiben. Das fangen wir heute an, Papa. Mein Vater ist pensionierter Schreinermeister und begeisterter Hobbyhandwerker. Er ist für seine Familie da und liebt meine Mutter über alles. Hey Paps, soll ich Grüße von Hannah ausrichten? Sie hat mich eben angerufen. Ja, wir haben ja das letzte Mal mit unserer Schwester telefoniert. Ich kann mich hier dran erinnern. Er schreibt: Hey Sohnemann, sind gerade auf dem Heimweg. Stehen im Stau. Ja. Stau ist immer. Ich glaube, Stau ist für Autofahrer oder auch LKW-Fahrer der größte Feind, weil Stop and Go kann auf Dauer anstrengend sein. Das weiß ich. Urlaub war aber unbeschreiblich. Ich melde mich nachher von zu Hause. Dort wohl etwas länger. Mach das, Paps. War vorsichtig. Mama unterhält dich schon. War vorsichtig. Ich bin rasen kann es zwar nicht, aber es sage trotzdem, es soll vorsichtig fahren. In deinem Profil hast du unter anderem die Möglichkeit, die Schreibgeschwindigkeit zu erhöhen. Klicke hierfür in der Menüliste auf Profil. Ich glaube, das brauchen wir nicht machen. Das passt schon. Aha. Hey du, Chiara. Einer meiner Kommilitoninnen. Etwas einfach gestrickt und oberflächlich, aber die meisten Kerle stehen auf sie. Außerhalb der Uni ist sie erfolgreiche Influencerin. Natürlich ist sie das. Hey du, sag mal, war mein Blackout gestern sehr peinlich? Hab gerade eben mit Yannick drüber gesprochen. Shit happens, bald lachst du drüber. Made me day. Willst nichts sagen? ja. Wir sagen das hier. Oh, verschlechtert. Upsi. Prima. Also bin ich jetzt das Gesprächsthema. Ganz so schlimm ist es nicht. Unsinn, ist doch nur menschlich. Ist nur menschlich, hey, prima. Nee, ist alles nur halb so schlimm. Ganz so schlimm ist es nicht. Na, da bin ich aber beruhigt. Aber ich war auch so nervös. Fast wie bei meiner Einschulung damals. Nur anstatt der Prinzessin in Schultüte mein Präppkästchen mit Skalpell und vor mir ein abgetrennter Arm. Was? Also und vor mir, ups. Und vor mir ein abgetrennter Arm. Ja.
Kleiner, aber feiner Unterschied. Da musst du wohl durch, wenn du Ärztin werden möchtest. Glaub mir, ich war auch mega angespannt. Ich würde sagen, weil die Ärztin werden möchte, muss sie da wohl durch. Na? Ja, was ihr verschlechtert, ihr, wenn die Ärztin werden will? Schon klar. Hab ja den Zusammenbruch nicht geplant. Hast du den Sturz eigentlich gut überstanden? Ich starte kurz einen Videoanruf und erzähle es dir, okay? Gerade uns dich, erzähl kurz hier. Ja, klar. Ja, das Problem ist. Ich hatte es euch letztes Mal, glaube ich, schon erzählt. Ich kann die Antworten mit den Sternen nicht nehmen, weil sonst muss ich das Spiel zahlen mit Echtgeld. Und darauf habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Deshalb kann ich leider nur diese Antwort nehmen. Gerade ungünstig. Erzähl kurz hier. Naja, tut halt noch verdammt weh. Mein ganzer Hintern ist grün und blau. Was denkst du, wie unangenehm es mir war, dem Doc zu sagen, was passiert ist? Mir graute schon von der nächsten Woche. Da erwarten uns im Präp-Saal nicht nur Arme, sondern vollständige Körper. Ups. Mir geht jetzt schon durch den Kopf, wer diese Menschen wohl waren, die uns ihren Körper gespendet haben. Würdest du denn deinen eigenen Körper zur Verfügung stellen? Nein, umso mehr bewundere ich die Menschen, die sich dafür entscheiden. Boah, da bin ich mir unsicher. Ich hatte damit keine Probleme. Themawechsel. bin mir da nicht sicher. Nein, umso mehr bewundere ich die Menschen, die sich dafür entscheiden. Eigentlich sollte man. Ja, eigentlich sollte man echt die Menschen, die sich dafür entscheiden, ihren Körper zur Verfügung zu stellen, echt bewundern. Ich meine, wer macht sowas? Ich weiß nicht, also ich bewundere solche Menschen, die das machen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich bewundere solche Menschen. Die sind einfach nicht mehr normal im Kopf. Sehe ich auch so. Ich würde das Sezieren von Leichen eh abschaffen. Natürlich ist es wichtig, die genaue Lage der Organe zu erkennen. Aber muss man das selber sezieren? Gute Frage. Ein gutes Präparat als Anschauungsmodell reicht doch aus. Wie auch immer. Ich habe noch eine Bitte. Oh, jetzt kommt's. Kannst du mir die ganzen Prüfungsvorbereitungen einmal kopieren und mit in die Uni bringen? Wirklich alle? Wieso gerade ich? Klar, kann ich machen. Wo sind denn deine? Du, ich bin ein netter Mensch. Ich helfe gerne. Klar, kann ich gerne machen. Verbessert. Ja, geh doch. Kann ich machen? Thanks, du bist ein Schatz. Ich meine gerne. Ich wollte eigentlich Gabriela fragen. Sie wohnt ja nur einen Sprung entfernt. Aber die ist ja momentan verschollen und hebt nicht einmal ab. Ich befürchte, das liegt an mir.
Hier? Warum? Sie hat angetrunken versucht, mich zu küssen und mir gebeichtet, dass sie Gefühle für mich hat. Und weiter. Als ich ihr sagte, dass ich nicht in sie verliebt bin, wollte sie Abstand von mir. Trotzdem irgendwie strange alles, deswegen die Uni zu schwänzen. Ich muss jetzt leider los. Danke nochmal für die Unterlagen. Wir schreiben später. Bis später. Avanti, Cavanti, Flaranti. Na Spaß. Bis später. Einfach kurz und knackig. Bis später. Jupp. So, wer schreibt jetzt? Gabriela, natürlich. Von ihr hat was gerade. Meine beste Freundin, wir studieren zusammen. Sie ist esoterisch veranlagt und interessiert sich für schwarze Magie. Seit kurzem empfindet sie mehr für mich als eine Freundschaft. Bitte lass uns reden, ich mache mir echt Sorgen. Du fehlst mir. Warum ignorierst du mich? Jupp. Warum ignorierst du mich? Ah ja, genau, die Lea. So, der bin ich wieder. Also, welches findest du besser? Wieder das im Roten? Ganz ehrlich, ne? Also ich finde die Frau ja allgemein ziemlich hübsch. Aber ganz ehrlich, ich finde es im Roten eigentlich viel hübscher, ne? Ich finde das hier besser. Ich finde Schwarze passender. Ah, na, bin ich dumm. Ich wollte das Rohr nehmen. Oh, Scheiße. Aha, na, die fragen wieso? Bin kein Modeberater. Ich finde es einfach besser. Schwarz wirkt kraftvoll und raffiniert. Dezent und elegant. Damit kannst du nichts falsch machen. Ja, schwarz wird kraftvoll und raffiniert. Ich bin zwar kein Modeberater, aber Komo habe ich. Genau so soll es rüberkommen. Danke. Genau. Ich mach mich mal fertig. Drück mir die Daumen. Du schaffst das. Viel Glück. Viel Glück in Rückglück. Lea den Chat verlassen. Servus, Störi. Der Wolf. Der Ex-Freund von meiner Kommilitonin, Gabriela. Er ist außerdem ein erfolgreicher und begnadeter Hacker. Servus, Störich. Kommt drauf an. Nup, was gibt's? Kommt immer drauf an, ne? Was man haben will. Du erinnerst dich an mich? Na, logisch, Wolf. Nicht wirklich. Du kommst mir bekannt vor. Jupp, wir erinnern uns an ihn. Na logisch. Logisch, komisch. Chronisch. Chronisch veranlagt. Das freut mich, ist immerhin fast 2 Jahre her.
Damals war ich ja noch mit Gabriele zusammen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich melde. Hast du in letzter Zeit was von ihr gehört? Ihr seid doch eng befreundet. Sie ignoriert mich seit gut einer Woche. Vielleicht hat sie einfach kein Interesse. Dich halt so auch. Dann liegt es doch nicht an mir. Dich halt so auch. Auch? Ja, ich erreiche sie ebenfalls nicht. Oh, das klingt nicht gut. Von ihren Alten kriege ich auch keine Auskunft. Die sind mir etwas missgestimmt. Ein Hacker wäre nicht gut für ihre Medizinstudentin. Weißt du was? Ich schaue später bei ihr vorbei und gebe dir Bescheid, okay? Danke, das ist nett von dir. Kein Problem, Bro. Immer wieder gerne. Organparty. Okay. Ah, genau, Cedric, da war ja was mit der Gruppe. Ne? Es gibt nur eine Regel: Seid lieb zueinander. Sagt ja der Richtige. Janik, nicht komisch werden. Ich bin aus Prinzip lieb. Hey Sierra, hey Cedric, hey Janik. Oder Zeit-Zeit-Dreck. Ja, Mann. Hat er davor großen Mund gehabt? Ja, du mich auch, Party. Ja, kannst du ja mal auslecken, Alter. Jonathan und Gabriela wurden der Gruppe hinzugefügt. Okay. Moin, moin. Ey, das ist mein Spruch. Moin, moin, meine Maultaschen. Sorry, ich verlasse die Gruppe wieder. Hab grad echt andere Probleme. Gabriela, endlich meldest du dich. Wieso ignorierst du mich seit Tagen? Ja, sie lebt noch. Einfach, weil wir es können, frag mir in der Gruppe nach. Scheiß drauf. Und zwar, Professor hat schon befürchtet, du würdest hinschmeißen. Das ist es nicht. Innere Medizin ist eben nichts für zart beseitete Seelchen. Seelchen. Will aber nicht drüber reden, schon gar nicht im Gruppenchat. Bleib mal locker, was ist denn los? Falls du alleine drüber reden willst, bin ich für dich da. Dann behalte es eben für dich. Falls du alleine drüber reden willst, bin ich für dich da. Oh mein Gott. Party, pass auf, dass du nicht ausrutscht. Cedric, halt's Maul, Digga. Ihr seid schön, erzähl schon, Bria. Ihr werdet mir eh nicht glauben, niemand glaubt mir. Und hör auf, mich Bria zu nennen. Gabriela, bitte, was ist los? Jetzt rückt schon raus mit der Sprache. Jetzt tu nicht so geheimnisvoll. Also gut. Ey, das Witzige an diesem Spiel finde ich ja, dass
dass bei sowas die richtigen GIFs dazu verwendet werden, was man bei WhatsApp in Wirklichkeit ja auch benutzen kann. Das finde ich so geil. Wartet, ich füge noch schnell Tayo und Ruby dazu und dann sind wir vollzählig. Hey ihr, sitzt gerade an der Seminararbeit, Kreislaufsystem, kurz im Strahl. Braucht gleich mal eure Hilfe. Am besten fragst du Ciara, die kennt sich mit Kreislauf und Ausrufezeichen aus. Immer wenn sie shoppen geht. Schreibt Mr. Nerd, der am Wochenende nie sein Haus verlässt. Lernt man in World of Warcraft so cool zu sein? World of Warcraft, geil. Kann das gut sein? Jonathan, schalt mal einen Gang zurück. Leute, bitte. Lass Sierra doch endlich mal in Ruhe, Jonathan. Aber echt, ey. Ups, ich vergaß, Cedric. Du rennst ihr hinterher wie ein läufiger Köder. Jonathan, tut mir einen Gefallen und halt deine Fresse und verpiss dich von der Gruppe, Digga. Oh Mann, ich kann den jetzt schon nicht mehr leiden, den Jonathan. Ab den. Ups. Oh. Ups, weil ich schon langsam müde. Cool. Schick mir die Sticker, bitte. Please. Organparty. Geiler Name, Cedric. Ich bin gerade auf dem Sprung. Ich gehe noch ins Tonstudio, denn ich habe einen neuen Song am Start. Wow! Und Yannick, wegen Fitnessstudio schaffe ich heute nicht mehr. Passt einfach zeitlich jetzt nicht, weil das mit dem Studio dazwischen kam. Aber Ruby. Ruby, 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 Ruby! Ah! Sie bringe ich auf jeden Fall noch die Übungsbogen vorbei. Haut rein, Leute. Bis später. Cool. Was hast du denn eingeschmissen? Da bin ich mal gespannt. Du hast auf jeden Fall den einen oder anderen von 10. Kaffee zu viel, oder? Auf jeden. Nee, erst zwei. Zurück zum Thema, Leute. Unsere liebste Gabriele wollte gerade was erzählen, also hau raus, Lady. Wo fange ich nur an? Hat das etwas mit mir zu tun, Gabriele? Erzähl einfach von Anfang an. Jetzt bin ich mal gespannt. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß. Es wird langsam spannend, ich meine, es ist spannend, ich meine, es wird langsam etwas gruselig, meiner Meinung nach, weil das Spiel wird schon ziemlich gut. Ich würde sagen, da hören wir hier erstmal auf und dann würde ich sagen, dass wir das nächste Mal einfach weitermachen. Dann würde ich mal sagen, dann mache ich das nächste Video vielleicht morgen oder übermorgen oder schon am Wochenende. Aber geplant ist auf jeden Fall morgen. Und ja, oder vielleicht auch übermorgen. Ich weiß es noch nicht so ganz. Macht euch noch einen restlichen schönen Abend. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht euch noch einen schönen Abend. Ciao, Leute.